Bist du mal André? Ja, hallo allerseits, mein Name ist André Hunko, ich bin Bundestagsabgeordneter aus Aachen und auch jetzt für die Bundestagswahl wieder Kandidat hier in Aachen. Und wir sitzen hier in einer Shisha-Bar in Aachen in der Nähe vom Bushof. Und der Anlass, warum wir hier sitzen, ist, dass es, wie ihr wahrscheinlich wisst, letztes Jahr am 19. Februar diesen rassistischen Anschlag, diese Mordserie in einer Shisha-Bar in Hanau gegeben hat mit 10 Toten. Ich war damals in Bolivien unterwegs, habe das mitgekriegt, habe gedacht, das ist super krass. Ich bin auch angesprochen worden dann und bin jetzt hier mit Jules El-Khatib, der stellvertretender Landessprecher ist der Linken NRW, und mit Igor Gwostin, dem Kreissprecher hier der Linken aus Aachen. Und ich persönlich möchte auch durch den Dreh jetzt auch hier in dieser Shisha-Bar auch ein Zeichen setzen, dass es krass ist, was da passiert ist, dass es krass ist, wie die Shisha-Bars auch kriminalisiert werden. Sowas fällt ja auch nicht vom Himmel. Und deswegen bin ich auch hier, obwohl ich normalerweise jetzt selten in Shisha-Bars bin, aber das ist ja bei euch ein bisschen anders. Und deswegen bin ich auch mit euch hier und freue mich, mit euch hier zusammen zu sein. Ja, wir haben das ja, also danke dir erstmal, dass wir hier sind. Wir haben das ja in Deutschland inzwischen relativ regelmäßig, dass wir auch Razzien und Stimmungsmacher gegen Shisha-Bars haben. Auch vor Hanau, also vor diesem schrecklichen Terroranschlag, bei dem 9 Menschen vor Ort umgekommen sind und er dann noch seine Mutter umgebracht hat, gab es ja eine Welle von Stimmungsmacher, in denen Shisha-Bars zum Hort der Kriminalität erklärt wurden. Die Clans würden dort ihr Geld waschen. Man hatte Massenrazzien mit hunderten Polizisten, wo am Ende dann irgendwie 500 Gramm Tabak gefunden wurde, was einen Warenwert von vielleicht 40 Euro hat. Die Steuern, wenn wir hochrechnen, sind 20 Euro, die der Staat dann teilweise in einer Shisha-Bar gefunden hat und zum riesigen Fund erklärt hat. Also wir haben eine Überdimensionierung dieses sogenannten Problems, während ja, die großen Fische, also die ganzen Finanzhinterziehung, Steuerhinterziehung, die großen Konzerne Milliarden eigentlich am Fiskus vorbeischleusen, wird auch vor allem migrantische Orte des Rückzugs, also weil man kommt ja auch nicht überall rein, die Shisha-Bars sind auch, wo man immer reinkommt, wird darauf eingedrängt, begleitet von medialer Stimmungsmache. Und daher kann es auch nicht verwundern, dass es auch das bewusst ausgewählt wurde als Ort. Wenn wir in der Situation sind, wo Menschen quasi sich dafür rechtfertigen müssen, dass sie irgendwo Shisha rauchen gehen, Menschen, die sonst vielleicht nicht in den Club reinkommen, die nicht irgendwo in jede Bar reinkommen, weil sie nicht ins Bild passen. Und ja, man hat eigentlich auch jene getroffen, die von der Gesellschaft eh schon rassistisch diskriminiert wurden. Und der Täter hatte natürlich auch den Eindruck, er macht etwas, wo es medial und gesellschaftlich für Zustimmung gibt, weil er trifft ja sogenannte Kriminelle. Also das ist ja das Bild, was vermittelt wird. Und mit der Realität hat das nichts zu tun. Also die Untersuchungen in Berlin haben gezeigt, die größten oder das meiste, was man in Shisha-Bars findet, sind dann irgendwie Ordnungswidrigkeiten oder dass Leute mal einen Joint dabei haben oder irgendwie ein 10er-Päckchen Gras, wo man auch der Meinung ist, sein müsste eigentlich, das muss man entkriminalisieren und den Menschen irgendwie erlauben, dass sie, wenn sie ein Bier trinken, auch einen Joint rauchen können. Und gerade in NRW haben wir auch eine negative Entwicklung mit unserem Innenminister, ne? Ja, also was. Ich muss Jules da voll zustimmen. Wir haben, was man hier zum Beispiel in Aachen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, André, das war sehr präsent, hatte, glaube ich, weiß gar nicht, welche Liste es war, die ÖDP, meine ich, hat als zur Städte-Regionswahl, hingen auch in Aachen überall Plakate mit dem Ausdruck Jugendzentren statt Shisha-Bars. Ja, ja. Also wo bewusst gemacht wurde, dieser Gegensatz sozusagen, die ganzen Jugendlichen hängen da ab, die kommen in Kontakt mit Kriminellen und wohingegen wir stattdessen Jugendzentren bauen. Ich glaube, keiner von uns Linken ist gegen Jugendzentren, wir sind alle für Jugendzentren, aber dieser Widerspruch, der aufgemacht wurde. Jules hat es eben gesagt, klar, das ist viel mediale Stimmungsmache. Die AfD war da auch sehr stark, die hat auch die Shisha-Bars krass in den Fokus genommen diesbezüglich. Bild-Zeitung sowieso, also ich glaube, es gab sehr, sehr viele Überschriften, Clan-Kriminalität und so weiter.
Und was man dann oft vergisst, ist halt nicht nur die AfD, es ist nicht nur die rechte Presse, es ist halt auch schon so ein bisschen auch der Mainstream. Es ist dann schon auch so eine CDU, es ist schon so ein Herbert Reul. Es ist, ich weiß nicht, es gab dieses CDU-Wahlvideo, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das wurde irgendwann runtergenommen, da sieht man ein Video, das können wir vielleicht verlinken, wo zwei Migranten offensichtlich in einem Ferrari fahren oder sowas ähnlichem. Und daneben sieht man so eine Polizei, die dann sagt, ja, damit, ich weiß es nicht, damit die Clan-Mitglieder und Kriminellen mal wieder Mercedes fahren. Und dann sieht man so einen Polizeiwagen, wo so gerade bewusst rechte Stimmungsmache gemacht wird. Und das hat man in NRW halt sehr stark mit Herbert Reul, als Innenminister hier, der auch bei vielen anderen Themen negativ aufgefallen ist, damals gehabt mit den ganzen Razzien, die es gab. Es gab mal eine Großrazzia, wo irgendwie, ich glaube, 1300, ich weiß es nicht, waren über 1000 Polizisten in einer Nacht- und Nebelaktion, haben, weiß ich nicht, wie viele Shisha-Bars in Nordrhein-Westfalen kontrolliert, vor allem im Ruhrgebiet. Und ich weiß gar nicht, wie viele Festnahmen oder was auch immer es gab. Es waren, ich meine mich zu erinnern, es waren so irgendwie im zweistelligen Bereich, so maximal 20, 30, dass überhaupt irgendwas war. Und die Delikte waren irgendwas wie Cannabisbesitz oder unversteuerter Tabak oder irgendwas, was man in jeder Kneipe hätte finden können, auf der Straße. Also ich weiß nicht, wenn man mir jetzt 100 Polizisten sagt, Igor, du hast 100 Polizisten heute zur Verfügung, schau mal, ob du ein bisschen Gras findest, dann findet man das. So, das ist ja nicht das Problem. Und ich glaube, das ist halt so eine bewusste Stigmatisierung gewesen. Ich weiß noch, Herbert Reul war selber dabei. Er hatte da so als schwarzen Sheriff sozusagen gespielt und wollte sich dann präsentieren hier. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt ja Orte, wo die Polizei mehr machen könnte. Es gibt ja rechte Strukturen, es gibt rechte Kneipen. Wenn die Polizisten mal in die rechten Kneipen ausziehen würden, dann würde man ja sehen, wie viel dort passiert. Und ich glaube, wir alle hatten auch unsere Erfahrung mit rechten Strukturen, mit auch Polizeigewalt und sowas ähnliches. Ich weiß nicht, André, vielleicht möchtest du was zur Augustastraße oder so sagen. Naja, ich habe hier in Aachen 2009 das erste Mal mein Wahlkreisbüro damals eröffnet, als ich erst mal in den Bundestag eingezogen bin. Das war in der Augustastraße, da ist ja heute das linke Zentrum. Ja. Und da war es so, dass bei der Einweihung, da haben sie so eine öffentliche Einweihung gemacht, haben also eingeladen und so, da kam halt ein Auto vorbei, die warfen Flyer aus dem Fenster. Und das war Kameradschaft Aachener Land. Das war eine Neonazi-Struktur hier um Aachen herum. Und in den ersten, ich weiß nicht, 2 Jahren oder so, ist die Scheibe von dem linken Zentrum oder von unserem Wahlkreisbüro damals 4-mal eingeworfen worden. Es gab dann zeitweise sogar Polizeibewachung. Es wurde aber immer, also die Kameradschaft Aachener Land wurde nicht gezielt, irgendwie jetzt vor allen Dingen nicht von der Staatsanwaltschaft in Aachen verfolgt, dass man da genauer hingeschaut hätte, wobei uns das immer klar war, dass die dahinter stehen. Und dann sind aber in Berlin, glaube ich, 2 Leute von denen, 2 Führende, aus anderem Grund, auch wegen Gewaltsachen, sind sozusagen hinter Gittern gekommen und danach war Ruhe. Also es ist schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass die auch hinter den Angriffen auf das Wahlkreisbüro seinerzeit waren. Und jetzt ist es auch relativ ruhig, aber da haben wir schon natürlich Erfahrung gehabt und ich persönlich habe von 94 bis 98 in Berlin gelebt, habe da auch sehr unangenehme Erfahrungen, einmal mit Nazis gehabt, die mich auch direkt angegriffen haben aus heiterem Himmel und auch eine Situation an einem See, wo es eine krasse Eskalation gab von so Neonazis, die da so Sheriff gespielt haben um den See herum und auch jemanden dann krankenhausreif geschlagen haben. Da sind wir damals hin. Das war eine sehr brenzliche Situation. Nachher sind die dann abgezogen und da wurde natürlich auch die Polizei gerufen und die kamen nur an und haben von Weitem das sich angeschaut. Das war schon eine Viertelstunde nach den Ereignissen. Dann bin ich hochgelaufen, wollte denen Bescheid sagen, was da passiert ist. Und die haben sofort gedreht und sind abgezogen. Und da entsteht so ein Gefühl der völligen Ohnmacht, der Hilflosigkeit, wenn du sozusagen auch dafür zuständige staatliche Strukturen gar nicht kommunizieren kannst. Nicht mal, was passiert ist. Es war offensichtlich so, dass die entweder diese Nazis gedeckt hatten oder einfach nur keinen Bock hatten auf
irgendeinen Stress und sozusagen pro forma rausgefahren sind und dann waren sie ja da und dann sind sie wieder weggefahren, ja. Dieser Polizeiwagen. Das war schon, das sind ganz komische Gefühle, die dann entstehen. Wenn du, und da kann ich auch nachvollziehen, dass viele Menschen sich dann auch alleingelassen fühlen, wenn sie Konflikte mit so Rechtsextremen haben. Ja, mir ist so was Ähnliches damals in Oberhausen passiert, vor 3 Jahren, war bezüglich des SDS 68er Kongresses. Waren wir im linken Zentrum Oberhausen, das ist ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof. Haben wir halt abends nochmal losgezogen zum Kiosk, kamen wir gesehen, okay, wir gehen in die falsche Richtung und haben so ein paar Hooligans erstmal. Ich dachte, das sind einfach ganz normale wie Ultras, RWO hat gespielt anscheinend, ich weiß es nicht mehr genau. Vierte Liga. Genau, aber gegen die Alemannia Aachen, André. gegen unsere Alemannia. Dann sind wir halt an denen vorbei und es war erstmal ganz ruhig. Ich dachte auch jetzt gar nicht realisiert, dass es irgendein Gefahrenpotenzial ist. Und ich erinnere mich noch, da sind wir da lang gegangen und wir sind an der Polizeistation lang gegangen. Das weiß ich noch. Und bei uns waren die Leute halt, das heißt links gekleidet, manche hatten Dreadlock oder irgendwie Stopp die AfD-T-Shirts an oder so. Aber dann hat man halt schon angefangen, dass die Rechten so was hinterhergebrüllt haben. Und die Polizei steht da ja. Also es war ja quasi das Polizeigebäude. Man hat auch, es war sehr laut, so die Polizei hat auch, es gab auch Leute, die aus dem Fenster geguckt haben. Da ist keiner runtergekommen. Wir sind einfach weitergegangen irgendwann bis zum Bahnhof, bis sie dann angefangen haben, Flaschen zu werfen und uns hinterher zu springen. Mhm. Irgendwann musste irgendwer von uns dann zurückrennen in die Polizeistation rein, um die Polizisten überhaupt zu holen. Später wurde dann daraus gemacht, glaube ich, im Polizeibericht, ja, beide Gruppen haben einen Platzverweis vom Bahnhof bekommen. Und ganz ehrlich gesagt wurden wir auch sehr gerettet durch die ganzen migrantischen Communities vor Ort. Also es waren Kioskbesitzer und ein paar Leute da vor Ort, die uns wirklich den Arsch gerettet haben, sonst hätte das sehr blutig ausgehen können. Das sind dann schon so Momente, wo man merkt, so diese rechte Gewalt ist halt präsent. Es ist nicht nur irgendwas fernab, klar, Halle, Hanau, NSU, aber das ist auch was jeden Tag dir selber passieren könnte. Und es geht ja ein bisschen Polizeistrukturen hinein. In der Hanau war es ja wohl so, dass 13 Polizisten, die im Einsatz da waren, sozusagen einer rechten WhatsApp-Gruppe dazugehörten. Und wenn du natürlich, will ich sagen, die sind alle irgendwie rechts, aber es gibt da halt schon überproportionale Netzwerke sozusagen, nicht nur bei der Polizei. Das ist natürlich ein Riesenproblem, was auch politisch angegangen werden muss. Ja, ich fand, für uns ist ja eigentlich relativ klar, dass wir zum einen erstmal die ganzen ausstehenden Haftbefehle, es gibt ja über 500 Haftbefehle gegen Rechte, die ausstehen, also die nicht umgesetzt werden, dass man das noch umsetzen muss. Mhm. Zweitens ist unabhängige Untersuchungskommission auch für die Polizei braucht. Also diese rechten Netzwerke innerhalb der Polizei können nicht von anderen Polizisten, die vielleicht mit denen irgendwie befreundet oder bekannt sind, untersucht werden, sonst braucht unabhängige Untersuchungskommission. Dann brauchen wir. Das fordert ja auch Amnesty, glaube ich. Ja, das ist ja auch in der Wissenschaft relativ breit, dass man nicht diejenigen untersuchen lassen kann, die aus der gleichen Behörde kommen, weil das natürlich nicht dazu führt, dass die besten Ergebnisse erzielt werden. Also ne, mag manchmal so sein, aber im Normalfall ist es das nicht. Und dass wir auch sagen, wir brauchen einen anderen Umgang. Also in Deutschland, das Problem ist ganz klar rechts, was Gewalt angeht, politisch motivierte. Aber wir brauchen auch einen Umgang mit der zum Beispiel politischen und medialen Stimmungsmache. Also im Beispiel jetzt von Shisha was, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, muss man die natürlich untersuchen, aber nicht irgendwie auf Verdacht, im Wochentag, dass man sagt, wir gehen da mit einer Hundertschaft rein, sondern wir gehen da rein, wenn es eben einen konkreten Anhaltspunkt gibt. Und wir fokussieren aber auch mal zum Beispiel auf die ganzen rechten Kneipen oder ähnliches, wo es ja kaum Kontrollen gibt. Also, und das muss da tatsächlich mal geändert werden. Wir brauchen einen klaren Aktionsfokus des Innenministeriums auf den Kampf gegen rechts und nicht auf eine Stimmungsmache gegen migrantische Institutionen. Cool.